Aber heute tagen dafür schon die Fraktionen. Und dort steht mein Kollege Erhard Schärfer. Erhard hat der von Spahn jetzt erneut angestoßene Diskussionsstoff auch für Unruhe in der Fraktion gesorgt? Na, die Unruhe ist ja schon ein klein wenig länger da. In der letzten Sitzungswoche, also vor gut 14 Tagen, hat die Union sehr ausführlich über diesen Pakt diskutiert, nachdem das eingefordert war von einer ganzen Reihe von Abgeordneten. Und man ist sich da in der Summe auch noch nicht so ganz einig, auch wenn man den Eindruck hat, dass mehrheitlich die Unionsfraktion dann doch für diesen UN-Migrationspakt ist. Es sind ja sehr viele heute auch in die Öffentlichkeit gegangen, auch aus den Reihen der Fraktion, die dann noch mal dargelegt haben, warum sie das für richtig halten, dass die Bundesregierung dieses Papier eben auch mit unterzeichnet. Nichtsdestotrotz gibt es auch einen nicht unerheblichen Teil, beispielsweise die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung in der Fraktion, die durchaus anderer Meinung ist in der ganzen Angelegenheit und damit eher die Position von Jens Spahn stützt. Aber nun ist es so, und das werden wir gleich auch von Ralf Brink hören, dem Fraktionsvorsitzenden, dass das ganze Papier im Moment diskutiert wird auf verschiedenen Ebenen, dass es dann in der nächsten Woche eingebracht werden soll in den Bundestag und dass ihnen mit diesem Papier dann auch mehrheitlich dafür gestimmt werden soll, dass die Bundesregierung am 10. und 11. Dezember diesen Pakt mit unterzeichnet, diesen Pakt der Vereinten Nationen. Und ja, und dann werden wir sehen, wie die Diskussion weitergeht. Wenn Jens Spahn will ja das ganze Thema auch noch mal mit in den Parteitag einbringen und da dann ein Votum herbeiführen, dass die Bundesregierung sich dann doch anders verhält. Allerdings kommt dieser Parteitag dann, zumindest was das Papier hier im Bundestag angeht, ein klein wenig zu spät. Wir werden auch noch andere Stimmen zu diesem Thema hören, beispielsweise von Christian Lindner, der sich ebenfalls dazu geäußert hat, auch in Richtung Jens Spahn ein paar kritische Anmerkungen gemacht hat. Und ja, auch das werden wir Ihnen in den nächsten guten halben Stunden noch zeigen. Wir wollen aber beginnen mit unserem Blick auf die Stellungnahmen der Fraktionsvorsitzenden hier an diesem Montag, dann in einer Sitzungswoche das Ganze ja immer vorgezogen, wenn auch zeitlich etwas nach hinten, anders als im üblichen Ablauf, wo das Ganze ja meistens schon um 14 und 15 Uhr dann stattfindet, jetzt eben zu sehr unterschiedlichen Zeiten heute Nachmittag und einige wie die SPD haben noch gar nicht begonnen, aber die Fraktionsvorsitzende und Parteivorsitzende der SPD hat vor wenigen Sekunden mit ihrem Statement begonnen und wir spielen es Ihnen direkt zu. Meine Damen und Herren, werden wir über den Haushalt beraten, denn in dieser Woche im Deutschen Bundestag steht der Haushalt auf der Tagesordnung. Und dieser Haushalt ist ein ganz hervorragender Investitionshaushalt. Wir investieren in Wohnen, wir investieren in Breitbandausbau, wir investieren aber ganz gewiss auch vor allem in Bildung. Und das zeigt sich an zwei Stellen, einmal beim Gute-Kita-Gesetz, aber auch eben bei der Modernisierung, der digitalen Modernisierung unserer Schulen. Das Geld dafür ist da. Jetzt geht es darum, dass die Gesetze, die das dann auch zu den Schulen und Kitas bringen, auch auf den Weg kommen. Und da geht es nicht zuletzt um das Gute-Kita-Gesetz einerseits, was jetzt in den Endberatungen hier auch im Parlament ist, aber es geht vor allem auch um die Grundgesetzänderungen. Und wir wollen noch in diesem Jahr die Grundgesetzänderungen beschließen, die es möglich machen, dass es wirklich zu einem Modernisierungsschub, eine Digitalisierung auch in den deutschen Schulen kommt und dass der Bund jetzt auch tatsächlich wieder helfen kann und das sogenannte Kooperationsverbot wirklich an dieser Stelle aufgebrochen wird. Dafür hat die SPD lange gekämpft und wir freuen uns, dass das jetzt noch in diesem Jahr möglich wird. Der zweite große Block ist, dass wir einen handlungsfähigen Staat haben, der eben auch in der Lage ist, in den Zusammenhalt unseres Landes zu investieren. Das tun wir beispielsweise, indem wir das Rentenniveau stabilisieren, auch bis zum Jahre 2025. Auch dafür legt der Haushalt die Grundlage. Und nicht zuletzt für echte Arbeitsplätze, für einen sozialen Arbeitsmarkt, für Menschen, die lange arbeitslos sind. Und ich sage mal an dieser Stelle, wir sorgen aber auch für mehr Sicherheit. Handlungsfähige Stadt heißt auch, dass die Menschen sich sicher fühlen können. Tausende von zusätzlichen Stellen bei der Polizei und Tausende von zusätzlichen Stellen beim Zoll erreichen genau dieses Ziel. Ein weiteres Thema, das in dieser Woche sicherlich auch eine Rolle spielen wird, ist das Thema Europa. Gerade jetzt in diesem Moment verhandelt Olaf Scholz, der deutsche Finanzminister, mit seinen europäischen Kolleginnen und Kollegen, dass wir ein Eurozonenbudget bekommen, dass wir striktere Regeln für Banken bekommen, dass wir
zu einer europäischen Währungsunion finden. Das sind wichtige Punkte und Eckpfeiler dieser Verhandlungen. Aber was ja gerade auch in den letzten Wochen hier in Deutschland intensive Beachtung gefunden hat, das will ich auch hier ganz klar sagen, das ist etwas, was uns auch sehr wichtig ist. Gerade die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten möchten unterstreichen, und wir kämpfen dafür sehr hart, dass wir eine Mindestbesteuerung bei Unternehmen international durchsetzen können. Und diese internationale Mindestbesteuerung, die brauchen wir insbesondere auch für die großen digitalen Unternehmen. Und deswegen ist es gut und richtig, dass Olaf Scholz dafür auch eben in Brüssel kämpft und nicht zuletzt auch klar gesagt hat, wenn es nicht absehbar zu einer internationalen Regelung kommt, ich hoffe, dass das gelingt, auch zügig, dann brauchen wir eine europäische Lösung. Und auch diese wird es noch in diesem Jahr geben, also einen gemeinsamen Vorschlag mit Frankreich, der ist in greifbarer Nähe. Aber wir brauchen dann natürlich auch die anderen europäischen Staaten, die zustimmen. Ich bin aber jedenfalls sehr zuversichtlich, dass sich der Kampf der Sozialdemokratie auch an dieser Stelle am Ende lohnt und wir eine solche Regelung auf europäischer Ebene verabreden können. Das soweit als Erwartung für diese Woche von meiner Seite. Erstens zum Thema Haushalt. Glauben Sie, wie einige Beobachter auch, dass das vielleicht der letzte Haushalt ist, den Angela Merkel als Kanzlerin vorstellen wird? Und die zweite Frage zu dem Thema Rüstungsexporte. Wer hat dort bestimmt, wer hat dort Druck ausgeübt? Mussten Sie auf Ihren Koalitionspartner Druck ausüben, damit die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien gestoppt werden? Das Wirtschaftsministerium hat uns heute auch auf Nachfrage klar versichert, dass es in dem Moment, wo dieser schreckliche Mord passiert ist und wir uns vereinbart haben, dass es keine Ausfuhren nach Saudi-Arabien geben darf, dass seit diesem Zeitpunkt das auch so tatsächlich auch eingehalten worden ist. Und insoweit hat hier niemand auf niemanden Druck ausgeübt, sondern wir haben heute nur festgestellt, dass das, was wir gemeinsam wollen, auch umgesetzt wird. Es gibt keine Ausfuhren von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien. Der zweite Punkt ist, ich spekuliere auch nicht indirekt, auch über eine sehr intelligent gestellte Frage über Entscheidungen der Bundeskanzlerin, wann und wie auch immer sie gedenkt, ihre politische Karriere zu beenden, hat sie ja in Bezug auf den Parteivorsitz ja gesagt, da gibt es eine Neuwahl, da gibt es einen Wettstreit. Und als Bundeskanzlerin macht sie doch einen sehr frischen und munteren Eindruck. Also habe ich keinen Anlass, darüber zu spekulieren. Soweit dazu. Markus Söder könnte ab Januar ein wichtiger Partner in dieser großen Koalition werden. Was hat er denn aus SPD-Sicht für Stärken und für Schwächen? Ja, Markus Söder ist doch ein Marke, ne? Und er ist der Ministerpräsident. Er kandidiert jetzt als Parteivorsitzender. Ich kenne ihn schon viele Jahre und ich denke, dass man mit ihm gut zusammenarbeiten kann. Frau Nades, der Koalitionspartner diskutiert über den Migrationspakt. Wie sehen Sie diese Debatte? Stört das, dass da jetzt so eine Art kleiner Streit ausgebrochen ist? Also, es stört nicht, weil wir ja hier klar sind. Wir unterstützen diesen Migrationspakt und es gibt immer mal wieder in den Parteien, die eine Regierung tragen, unterschiedliche Debatten. Das muss man auch miteinander aushalten können. Und das ist ja morgen Abend im Koalitionsausschuss. Welche Themen stehen dort an und muss dort etwas entschieden werden? Nein, wir wollen eigentlich eine Routine auch einführen bei den Koalitionsausschüssen, dass wir nicht immer so eine zugespitzte Situationen von Entscheidungen haben. Wir haben uns das Thema zum Beispiel der Außenpolitik mal wieder vorgelegt. Es sind gravierende Sachen passiert, zum Beispiel die Aufkündigung des INF-Vertrages zwischen USA und Russland, die unmittelbare Auswirkungen auch auf die Sicherheitspolitik in Deutschland haben. Also insgesamt außenpolitische Themen. Und zweitens wollen wir auch den Zwischenstand der Beratungen der Strukturwandelkommission, der Energiewendekommission jetzt hören und darüber beraten, wie wir das bewerten, was Sie da bisher ausgehandelt haben. Also es wird wahrscheinlich ein Routinetreffen werden mit spannenden zentralen Themen, ohne dass wir jetzt damit rechnen, dass wir zu Entscheidungen kommen müssen oder wollen.
Andrea Nahles war das, die Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD, mit ihrem Ausblick auf zum einen natürlich die Fraktionssitzung heute, die vor wenigen Minuten dann auch begonnen hat, und auf das andere auf der anderen Seite auch noch mit einem Ausblick auf den sogenannten Koalitionsausschuss, der morgen zusammenkommt. Wir erinnern uns bei dieser Gelegenheit, dass nach der letzten größeren Koalitionskrise vor 2-3 Monaten man ja beschlossen hatte, sich sogar 14-tägig zu treffen, um erst gar nicht solche schwierigen Eskalationen dann vor sich zu haben. Aber nun waren wohl alle doch so beschäftigt, dass diese Veranstaltung erst morgen wieder stattfindet, ab 20 Uhr im Kanzleramt. Und auch ganz interessant, was Andrea Nahles sagt, was wir auch gehört haben, dass man wahrscheinlich keine konkreten Beschlüsse fassen wird, sondern sich vor allem über bestimmte Themenbereiche einfach mal A, auf den Stand der Dinge bringen will und B, sich überhaupt mal austauscht, um dann, wie gesagt, auch als Koalition dann gemeinsam aufzutreten bei verschiedenen Fragestellungen. Und da gibt es ja ein relativ breites Spektrum, wo das auch nach wie vor nicht so ganz der Fall ist. Die Diskussion, um damit den Punkt der SPD auch abzuschließen, über die Reform von Hartz IV und dem, was danach kommt, ist ja quasi schon in vollem Gange. Wir gucken auf den Koalitionspartner der SPD, den größeren in diesem konkreten Fall, und wir schauen auf Ralf Brinkhaus, den Fraktionsvorsitzenden, und Andreas Jung, der quasi als stellvertretender Fraktionsvorsitzender nachgerückt ist für Ralf Brinkhaus, der jetzt zuständig ist für die Bereiche Haushalt, Steuern, und der, wie gesagt, heute mit dabei gewesen ist bei der Stellungnahme von Ralf Brinkhaus vor dem Beginn der Sitzung der Unionsfraktion. Wir stehen heute vor einer Haushaltswoche. Das wird in diesen Zeiten so gemeinhin vergessen. Wir haben ja parteipolitisch auch sehr interessante Wochen. Bei der CDU haben die Regionalkonferenzen angefangen. Wir haben eine interne Diskussion, wer denn jetzt der beste oder die beste Parteivorsitzende ist. Auch bei der CSU bewegt sich einiges. Aber trotzdem würden wir diese Woche gerne hier im Parlament über den Bundeshaushalt 2019 sprechen. Da sind wichtige Weichenstellungen vorgenommen worden. Da ist der Koalitionsvertrag auch entsprechend umgesetzt worden. Da sind Dinge dabei, die, wie wir immer sagen, auch das Leben der Bürgerinnen und Bürger verbessern. Und ich habe heute den Andreas Jung mitgebracht. Der ist unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender für den Bereich Haushalt. Und der wird Ihnen einige Erläuterungen dazu geben. Ja, da darf ich anknüpfen. Wir machen zum 6. Mal einen Bundeshaushalt mit einer schwarzen Null. Und das will ich doch noch mal sehr betonen und in den Mittelpunkt stellen, weil es alles andere als selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich mit Blick auf die letzten Jahre, bevor wir 2014 zum ersten Mal die schwarze Null wieder erreicht haben, war der letzte ausgeglichene Haushalt noch unter Franz Josef Strauß im Jahr 1969. Und es ist insbesondere auch im europäischen Vergleich bekanntermaßen nicht selbstverständlich. Deshalb ist eine besondere Errungenschaft, dass wir die schwarze Null erreicht haben, dass wir sie in dieser Legislaturperiode fortführen können. Es ist Nachhaltigkeit im besten Sinn, unser Anspruch, Politik zu machen für diese Generation, aber eben immer auch mit Blick auf die künftigen Generationen. Und es gelingt uns unter dieser Maßgabe, in diesem Haushalt Schwerpunkte zu setzen, die gerade die Handschrift der Union erkennen lassen. Wir haben mit der SPD gemeinsam vereinbart, die Projekte zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland. Ich will nennen ganz besonders das Paket für Familien, das wir umsetzen. Ich will nennen das Paket für Wohnungsbau und Wohnen. Ich will nennen die Bereiche Pflege und Renten. Zweitens erreichen wir wieder einen Investitionshaushalt mit Investitionen in Infrastruktur, die unser Land voranbringen, die auch gleichwertige Lebensbedingungen in Deutschland voranbringen auf sehr hohem Niveau, wo gerade auch unsere Initiativen sich wiederfinden, im Koalitionsvertrag vereinbart und jetzt tatsächlich umgesetzt. Und ich will drittens die vielen Punkte benennen, bei denen wir Investitionen, Zukunftsinvestitionen anstoßen können im Bildungshaushalt, aber eben nicht nur, in vielen Bereichen. Und damit, glaube ich, kann man unterm Strich sagen, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden, ohne zusätzliche Schulden mit guten Initiativen Politik für Deutschland zu machen. Und man kann sagen, unterm Strich, auch mit dem neuen Minister Olaf Scholz, ein roter Minister, schwarze Null, gute Ergebnisse für die Koalition und eine gute Politik für Deutschland. Ja, soweit dazu. Jetzt gibt es sicherlich noch die eine oder andere Frage. Steht der Migrationspakt in Frage in der Union? Dann für den Migrationspakt, da bereiten wir gerade ein Positionierungspapier vor. Das wird in der nächsten Woche beraten. Diese Woche konzentrieren wir uns auf den Haushalt. Ich habe eine Nachfrage zum
Migrationspakt, schadet das nicht der Regierung, wenn Herr Spahn das jetzt nochmal bestehendes Prozedere so in Frage stellt? Naja, es ging da um den Parteitag und wir trennen zwischen Fraktion und Partei. Wir werden, wie gesagt, in der nächsten Woche das Papier beraten, was wir dazu gerade erstellen. Und was die Partei macht, das ist dann eine Geschichte. Da sind 1001 Delegierte, da ist jeder antragsberechtigt. Also insofern ist das dann eine Sache, die dann auf dem Parteitag entschieden wird. Danke, Herr Brickhaus. Wie bewerten Sie denn die Aussicht, künftig mit Markus Söder im Koalitionsausschuss zu verhandeln? Ja, also das wird sicherlich auch spannend sein. Ich kenne Markus Söder, wir verstehen uns gut. Also insofern habe ich da überhaupt keine Zweifel, dass wir da eine gute Zusammenarbeit auch im Koalitionsausschuss haben werden. Kennen Sie ihn denn? Er ist ja gar nicht so oft in Berlin, wie ich höre. Naja gut, ich meine, er ist Finanzminister von Bayern gewesen und wir haben ja auch lange die Zuständigkeiten gemeinsam gehabt. Ich in der Fraktion für das Thema Finanzen, also er in Bayern. Also insofern ist das eine Sache, wo wir uns das ein oder andere Mal auch schon begegnet sind. Und ich meine, bei langen Koalitionsgesprächen, da kommt man auch mal ins Gespräch hinein. Also insofern habe ich da keine Zweifel, dass das gut klappen wird. Sie haben es schon angesprochen, heute hat sich eine relativ starke Gruppe, die Wirtschaftspolitiker in der Union, für Herrn Merz als neuen Vorsitzenden ausgesprochen. Ist das eine Art Vorentscheidung für den Parteitag? Ach, ich glaube, wir haben 1001 Delegierte. Und wenn ich das auch so wahrnehme, bei uns im Landesverband, bei mir im Kreisverband, die diskutieren ganz heftig. Und auch gut, und das ist eine schöne Sache, das bringt richtig Leben in die Partei hinein. Und ich denke mal, also da ist nicht die Entscheidung gefallen. Und ich glaube auch mal, dass es so ist, dass die Delegierten jetzt sich nicht mehr vorschreiben lassen von irgendjemandem, wen sie denn zu wählen haben, sondern da trifft jeder autark selbst seine Entscheidung. Das ist der neue Swing, der auch drin ist bei der Union, und das ist auch gut so. Ralf Brinkhaus, der Vorsitzende der Unionsfraktion, gemeinsam mit seinem Stellvertreter Andreas Jung. Und Ralf Brinkhaus werden wir wiedersehen, übrigens, wenn Sie uns gewogen bleiben. Auch am Mittwochmorgen um 8:45 haben wir ihn nämlich als Gast im Interview zusammen mit Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Und das wird dann das Gespräch sein im Vorfeld der Generaldebatte zu diesem Bundeshaushalt 2019. Da haben wir noch ein paar Zahlen vorbereitet für Sie, damit Sie eine kleine Vorstellung davon haben, worum es eigentlich geht. Es geht nämlich genau um 356,4 Milliarden Euro für das nächste Jahr, die dann Kanzleramt und den Ministerien zur Verfügung stehen, um Politik zu machen, um das umzusetzen, was sie umsetzen wollen. Das sind 13 Milliarden übrigens mehr als in diesem Jahr. Und auch diese Zahl darf man nicht verschweigen, denke ich. Es wird eine der größten, wenn nicht sogar die größte Bundesregierung aller Zeiten sein. Denn es sind jetzt auch noch mal nach der Bereinigungssitzung, die es am 8. November, vom 8. auf den 9. November gegeben hat, noch mal 1000 neue Stellen dazugekommen, um diese Arbeit, die sich die Bundesregierung vorgenommen hat, auch leisten zu können. Das ist zumindest die Sicht der Bundesregierung und der Haushaltsausschuss hat das dann dem dann in letzter Instanz auch zugestimmt, auf dass es dann möglich werde. Wir wechseln von der CDU zur FDP bzw. von der Union zur FDP und da gibt es eine Anbindung, was eine Personalie angeht, nämlich Stefan Habart, der Richter am Bundesverfassungsgericht werden soll, noch Mitglied der Unionsfraktion, der stellt sich heute bei der FDP vor, ist von der FDP-Fraktion eingeladen worden. Man will ein wenig hören von ihm über seine Positionen, die er hat. Man kennt ihn allerdings auch ganz gut und so ist es mehr ein Austausch, mehr denn als ein kritisches Gespräch oder eine kritische Einvernahme des Kandidaten für das Richteramt am Bundesverfassungsgericht. Da soll er erst Vizepräsident werden und wahrscheinlich über kurz oder lang dann auch sogar dieses Gericht leiten. Jetzt aber sind wir angekommen bei der FDP-Fraktion und bei Christian Lindner, der mit diesem Haushalt natürlich durchaus einiges anderes anzufangen wüsste. In inhaltlicher Hinsicht steht unsere Fraktionssitzung natürlich unter dem Eindruck der aktuellen Haushaltsdebatte, die wir in dieser Woche führen werden. Die FDP-Bundestagsfraktion hat eine Reihe von parlamentarischen Initiativen zur Änderung des Bundeshaushalts vorgelegt. Unser Ziel ist es, Einsparvolumina zu erzielen, mit denen wir im Jahr 2020 auf den Solidaritätszuschlag komplett und für alle verzichten können. Wir wollen die Sondervermögen, also die Rücklagen, die gebildet worden sind und nicht benötigt werden, die wollen wir auflösen, um genau jetzt öffentliche Schulden zu tilgen. Eine Zinswende auch für die Bundesrepublik Deutschland wird irgendwann kommen. Und auf der Basis des jetzt sehr niedrigen Zinsniveaus wäre es sinnvoll, uns hinsichtlich der Zinsen und möglicher Steigerungen der Zinsen abzusichern. Wir brauchen das Geld nicht, das liegt rum, das ist nicht rentabel. Das kann man besser nutzen, um in diesem Sinne fiskalische Vorsorge
zu betreiben. Und vieles weitere mehr. Sie finden unsere Anträge ja im Intranet. Wir glauben, dass in Deutschland das wirtschaftspolitische Hochplateau weitgehend hinter uns liegt. Es gibt ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft im Quartalsvergleich. Und das ist ein Warnsignal, dass wir nicht weitermachen können wie bisher. Es ist erstaunlich, dass zwei Debatten parallel geführt werden. Auf der einen Seite ändert sich das internationale Umfeld. Wir haben neue Risiken und wir stellen fest, dass die Konjunktur eben nicht automatisch steigt und prosperiert und Geld in die Kassen spült. Und auf der anderen Seite gibt es eine Partei wie Bündnis 90 Die Grünen. Gegenwärtig viel gelobt, weil sie nicht konkret sind. Und jetzt werden sie mal konkret. Und der Vorschlag ist 30 Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen. Und das Geld will Herr Habeck dann nutzen, um es zu geben denjenigen, die nicht arbeiten wollen. Also an diesem Vorschlag ist nichts gerecht, denn Sozialleistungen ohne die Gegenleistung, sich um Arbeit oder Bildung zu bemühen, das ist nicht fair. Solidarität setzt immer das Bemühen voraus, sich auch aus der eigenen Bedürftigkeit mit bestem Bemühen und nach Kräften zu befreien. Das ist nur ein Verarmungsprogramm für unser Land. Und das ist paradox, wie diese Debatten parallel geführt werden. Wir jedenfalls werden das auch in dieser Haushaltsdebatte, wo es um die Grundlinien der Politik geht, zum Thema machen. Herr Lindner, Herr Spahn hat angekündigt, den Migrationspakt noch mal im größeren Raum in der CDU diskutieren zu wollen. Ist das etwas, was Sie sich für die FDP auch vorstellen können? Und zum Zweiten, in Sachen Khashoggi, Saudi-Arabien, hat Deutschland jetzt die Rüstungsexporte tatsächlich verboten bis auf Weiteres und will 18 Saudi-Arabiern die Einreise verweigern. Ist das die richtige Antwort? Die Reaktion der Bundesregierung auf den Fall Saudi-Arabien halte ich für völlig richtig, nachvollziehbar und auch überfällig. Wir wünschen uns eine europäische Antwort an Saudi-Arabien. Und solange es keine europäische Antwort gibt, muss es eine deutsche geben. Deshalb ist richtig, wie jetzt entschieden worden ist. Zu Herrn Spahn. Die FDP-Bundestagsfraktion hat sich sehr intensiv mit dem UN-Migrationspakt beschäftigt. Und wir sehen dort auch manche ungelenke und missverständliche Formulierung, jawohl. Das wird jetzt ja auch genutzt von denjenigen, die auf Abschottung setzen, von Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretikern. Aber nicht jede missverständliche Formulierung ist auch tatsächlich so misszuverstehen, wie das Glauben gemacht wird. Das ist uns bei TTIP ja schon mal von der politisch linken Seite passiert, dass ein eigentlich gutes Vorhaben der internationalen Zusammenarbeit durch Desinformation zerstört und diskreditiert worden ist. Was bei TTIP von links gelungen ist, darf von rechts beim UN-Migrationspakt nicht gelingen. Der Pakt ist nicht perfekt. Aber es ist besser, diesen Pakt zu haben, als keinen Pakt zu haben. Zum ersten Mal erkennen die Herkunfts- und Transitländer Mitverantwortung an für die Bekämpfung zum Beispiel illegaler Migration. Die Lebenssituation, die Menschenrechtssituation von Flüchtlingen auf der Welt soll verbessert werden. Das reduziert natürlich den Migrationsdruck nach Europa und nach Deutschland. Und durch die Möglichkeit, Flüchtlinge zu registrieren, ist es uns überhaupt erst zukünftig dann viel besser als jetzt möglich, zu erkennen, wer tatsächlich berechtigt ist und wer nicht, weil gegenwärtig die Lage ja oft genug so ist, dass Pass-Ausweisdokumente verloren gehen. Und mit einer weltweit möglichen Registrierung werden diese Probleme mindestens gedämpft. Also es muss diesen Migrationspakt geben. Der Kollege Spahn muss die Frage beantworten, was er eigentlich die ganze Zeit im Kabinett gemacht hat. Denn dieses Thema kommt ja jetzt nicht plötzlich im Zuge einer Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz um die Ecke, sondern das war ja sicherlich schon öfter Gegenstand der Kabinettsbefassung innerhalb der Bundesregierung. Und diese kleine Spitze gegen Jens Spahn konnte er sich dann doch nicht verkneifen. Christian Lindner, der Partei- und Fraktionsvorsitzende der FDP. Wir gucken ein Stückchen nach weiter links im Plenum, wenn man von vorne guckt, nämlich zur Linksfraktion. Auch die hat natürlich heute ihre Sitzung im Mittelpunkt oder in ihrer Sitzung im Mittelpunkt den Haushalt gehabt. Innerhalb der Linken ist es ja nach wie vor nicht ausgemacht, wohin in manche Richtung oder wohin manche, bei manchen Themen es nun lang gehen soll. Da hat jetzt die Strategie
für den Europawahlkampf irgendwie nochmal für zusätzliche Unruhe gesorgt. Ende des Monats soll nun endlich ein besänftigendes und ein Lösung findendes Gespräch stattfinden zwischen den Partei- und Fraktionsvorsitzenden. Dann sind wir gespannt. Heute hatte die Linksfraktion Rainer Hoffmann zu Gast, den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und es ging natürlich um die Arbeitsmarkt und die Arbeitspolitik insgesamt. Hier ist die Stellungnahme zur Sitzung von Dietmar Bartsch, dem Fraktionsvorsitzenden. Eines ist bei diesem Haushalt ganz klar und eindeutig sichtbar. Dieses Dokument ist ein Dokument des Weiter-so. Es gibt bei diesem Haushalt keinerlei Aufbruch, keinerlei Weichenstellung. Im Kern wird eine Politik fortgesetzt, die diese Koalition schon bei der letzten Koalition zu einer Koalition der Wahlverlierer gemacht hat. Es ist bezeichnend, dass in diesem Haushalt der Verteidigungsetat weiter steigen soll. Ja, es ist noch nicht das 2%-Ziel realisiert, von dem die Union weiterhin träumt, aber es wird weiter in Aufrüstung investiert. Das ist unseres Erachtens eine völlige Fehleinschätzung. Wir sind der Auffassung, vor allen Dingen muss etwas geschehen bei öffentlichen Investitionen. Es ist für uns zentral, dass wir den Kommunen in diesem Land helfen, dass wir in die Infrastrukturen, besondererweise in die digitale, aber auch in Krankenhäuser, in Schulen investieren. Da bietet dieser Haushalt viel zu wenig an. Und es ist bezeichnend, dass es keinen einzigen Akzent gibt, die Entwicklung bei Einkommen und Vermögen in irgendeiner Weise auszugleichen. Es bleibt dabei, die schwarze Null ist hier eine Art der Volksverdummung. Was wir fordern, ist eine stärkere Belastung derjenigen, die über Rieseneinkommen und Vermögen verfügen. Wir haben ja gerade festgestellt oder gehört, wo so der Mittelstand, der gehobene Mittelstand sich befindet. Nein, diejenigen müssen in anderer Weise zur Kasse gebeten werden. Aber hier gibt es keinerlei Aufbruch. Die Koalition hält an dem Steuersystem des vergangenen Jahrhunderts fest. Und das ist falsch. Damit werden Möglichkeiten in unserem Land verschenkt. Ich möchte einen zweiten Punkt ansprechen, der mir sehr wichtig ist. Ich habe mit großem Interesse die Vorschläge von den Grünen und auch von der SPD zur Kenntnis genommen, dass man am Hartz-IV-System, an unserem Sozialstaat insgesamt dringend Veränderung braucht. Ich finde, dass das eine vernünftige Feststellung ist. Ich will darauf verweisen, dass unser Grundgesetz ganz klar sagt, dass der Sozialstaat nicht eine Ermessensfrage ist, der irgendwie von der Politik den Menschen zur Verfügung gestellt wird. Nein, es ist Verfassungsauftrag. Und gerade die drei Sozialstaatsparteien sind hier in besonderer Weise gefordert. Ich werde die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen zu einem Sozialstaatsdialog einladen. Wir sollten uns unabhängig von unseren unterschiedlichen Konzeptionen Gedanken machen, wie wir zu einer Wiederherstellung des Sozialstaates kommen können. Dazu sind natürlich Sozialverbände, Gewerkschaften ausdrücklich wichtig und eingeladen. Wir werden heute in unserer Fraktionssitzung den DGB-Vorsitzenden Hoffmann zu Gast haben. Wir werden auch über dieses Thema wie auch über andere Themen mit ihm reden. Ich glaube, dass es wichtig ist, mit den Gewerkschaften in einem engen Dialog zu stehen und diese Frage wieder ernsthaft auf die politische Agenda zu setzen. Dritter Punkt in Kürze. Habe gestern mit Interesse die Rede von Emmanuel Macron aus Anlass des Volkstrauertages gehört, der ein Plädoyer für Europa gehalten hat. Ein Plädoyer für Europa ist zunächst eine vernünftige Sache. Allerdings meine ich, dass sein Ansatz, der sehr, sehr stark in Richtung Aufrüstung, Militär geht, deutlich zu kurz greift. Ein soziales Europa ist angesagt. Aber eins müssen wir zur Kenntnis nehmen. Hier gibt es jemanden, der zum Gespräch, zur Auseinandersetzung um die Perspektive Europas aufruft. Für den Europa als Friedensunion ganz weit oben steht. Das ist etwas, was wir als Linke ausdrücklich begrüßen. Und ich glaube, dass die deutsche Bundesregierung hier viel zu lange gezögert hat und dass es dringend notwendig ist, dass Europa seine Verantwortung in der Welt in anderer Weise wahrnimmt, dass wir darüber nicht nur reden müssen, sondern dass es auch wirklich zum Handeln kommt. Ich erwarte, dass die Bundesregierung diese Aufforderung, die es am Sonntag noch mal gegeben hat, annehmen wird. Gestatten Sie mir eine letzte Bemerkung. Ich habe ja mit Freude, kann ich schon sagen, zur Kenntnis genommen, dass die Bundesregierung jetzt alle Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien stoppt.
Ich habe das deshalb auch mit Freude zur Kenntnis genommen, weil gerade wir als Linke diese Forderungen ja seit Monaten, seit Jahren stellen. Endlich wird gehandelt. Ja, dieser Fall Khashoggi ist besonders schlimm, aber der Krieg, den Saudi-Arabien im Jemen führt, der brutal gegen die Bevölkerung gerichtet ist und der Hungersnöte und Seuchen hervorbringt, hätte lange Anlass sein müssen. Endlich handelt die Bundesregierung. Ja, ich sage auch, links wirkt. Und ich wünsche mir, dass bei Rüstungsexporten jetzt grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden. Nach Saudi-Arabien keine einzige Waffe, aber bitte auch in andere Krisenregionen keine weiteren Waffen. Dietmar Bartsch, der Vorsitzende der Linksfraktion, schlägt also einen Sozialstaatsdialog vor mit SPD und Grünen. Und da wird es dann insbesondere gehen um das Nachfolgemodell für Hartz IV. Da können wir mal gespannt sein, was daraus wird. Und da sind wir schon bei den angesprochenen Grünen. Anton Hofreiter mit seiner Stellungnahme zur heutigen Fraktionssitzung. Der Haushalt wird diese Woche mit den Stimmen von SPD und Union verabschiedet. Wir stehen vor enormen Herausforderungen in Europa und in Deutschland. Was nötig wäre, wäre entschlossenes Handeln und beherztes Eintreten. Was nötig wäre, wäre ein Aufbruch im Klimaschutz und entschiedenes Eintreten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Leider, wenn man sich die Maßnahmen von SPD und Union anschaut, dann stellt man fest, nichts von alledem ist der Fall. In diesem Haushalt passen die Größe der Herausforderung überhaupt nicht zur Größe der Maßnahmen. 50 Milliarden Euro werden ausgegeben für ökologisch schädliche Subventionen, sei es vom Diesel bis zur Unterstützung der großen Luftfahrtkonzerne. Investitionen in den sozialen Infrastrukturen werden nötig, Investitionen in den Klimaschutz, Investitionen in bezahlbaren Wohnraum und Investitionen in gute Schulen. Der Brexit ist schlecht für Europa, der Brexit ist schlecht für Großbritannien. Die Brexit-Befürworter haben Großbritannien ins Chaos gestürzt. Das zeigt sich wieder in den letzten Wochen ganz eindeutig. Die Europäische Union ist Großbritannien beim Brexit in vielen Punkten weit entgegengekommen. Weiteres Entgegenkommen wäre eine Gefahr für die Integrität des Binnenmarktes. Die Antwort, die die Europäische Union auf den Brexit gegeben muss, hat in Teilen Macron bei der Rede hier am Sonntag im Deutschen Bundestag gegeben. Er hat für Frankreich eine Liebeserklärung an Deutschland abgegeben. Es wäre jetzt an der Zeit, dass diese Bundesregierung endlich mal, wenn auch vielleicht prosaischer, ein paar vernünftige Antworten geben würde auf die Vorschläge, die aus Frankreich kommen, auf die Vorschläge von Macron. Ein erster kleiner Schritt ist gegangen mit dem Eurozonenbudget. Allerdings muss dieses Eurozonenbudget deutlich höher sein und es muss unter Kontrolle des Parlaments stehen. Deutschland blockiert leider mal wieder eine Neuerung innerhalb der Europäischen Union. Denn es ist ausgerechnet ein SPD-Finanzminister, der die Steuer für die großen Konzerne, sei es jetzt Google, sei es jetzt Apple, sei es jetzt Amazon, blockiert. Es kann nicht sein, dass am Ende die Buchhändlerin um die Ecke, die in Konkurrenz mit Amazon steht, voll die Steuern bezahlt und Amazon de facto die Steuern nicht bezahlt. Wir erwarten von einem SPD-Finanzminister, dass er dafür sorgt, dass nicht nur die Buchhändlerin ihre Steuern bezahlt, sondern dass auch die Googles, Apples und Amazons dieser Welt ihre Steuern bezahlen. Deshalb, Herr Scholz, beenden Sie Ihre Blockade. Deshalb, Herr Scholz, sorgen Sie endlich dafür, dass die Europäische Union es möglich macht, dass die großen Internetkonzerne auch ihre Steuern bezahlen. Und wir erwarten von der Kanzlerin, dass sie angesichts des wichtigen Gipfels, des Sondergipfels am Sonntag eine Regierungserklärung hier im deutschen Parlament abgibt. Denn es kann nicht sein, dass die Regierung im Parlament sich nicht erklärt, bevor solch wichtige Entscheidungen für die Europäische Union getroffen werden. Anton Hofreiter für die Grünen. Und damit sind wir mit unserem Reigen komplett. Und wenn Sie jetzt sagen, halt, da fehlt doch noch eine Fraktion, dann haben Sie recht. Aber von der AfD
gab es heute keine Stellungnahme dieser Art. Und deswegen haben wir sie auch in den letzten halben Stunden nicht mit drin gehabt. Morgen geht es hier weiter auf der Plenarsaalebene. Um 9.45 Uhr führt sie dann Gerd-Joachim von Fallower durchs Interview und auch durch die ersten Stunden der Plenarsitzung. Mittwoch natürlich die Generaldebatte. Und was bei Phoenix sonst noch wichtig ist, jetzt und jetzt gleich, das sagt Ihnen Michael Kolz. Und ich sage herzlichen Dank, Erhard, nach Berlin.